Autolack schützen und versiegeln im Winter. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch. Wie angekündigt, wir werden uns darum kümmern, wie man im Winter denn vorgehen sollte und den Lack schützen kann, wenn wir in einer ganz schlechten Wettersituation sind, dass Schnee liegt und alles Mögliche, wie man da drüben beispielsweise sehen kann, da liegt noch ein Schneerest. Wir haben gerade so 0 bis minus 1 Grad in dem Bereich. Da muss man natürlich ein bisschen anders waschen, aufpassen. Habe ich euch schon ein Video zu gemacht. Und heute, wie gesagt, wenn wir jetzt dann im zweiten Schritt weiter gucken, was kann man denn jetzt machen, um das Auto zu versiegeln? Ja, meine Idee ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeiten, beispielsweise hier vom Newton ADBL das Synthetic Spray Wax zu benutzen. Da haben wir die Möglichkeit, das Ganze aufzutragen. Müssen wir natürlich mit einem Tuch bzw. einem Applicator Pad auftragen. Und das ist natürlich so die Frage, wie dreckig war der Lack vorher? Will man dieses Risiko eingehen, dass man im schlimmsten Falle dadurch sich ein paar kleine Kratzer reinzieht? Die Gefahr besteht meiner Meinung nach definitiv, denn wir haben den Wagen ja gerade nicht per Handwäsche gewaschen. Das würde ich davon abhängig machen, wie ist der Lackzustand denn? Der war jetzt natürlich nicht so krass verschmutzt, dementsprechend sieht man ja auch ganz gut, an der Haube ist natürlich noch nass, weil ich jetzt nicht trocken fahren war, aber wir haben die Möglichkeit, das Ganze aufzutragen, werden wir gleich machen. Noch besser finde ich aber persönlich dann, wenn man beispielsweise mit einer Nassversiegelung hingeht. Weil dafür braucht man ja keinen direkten Kontakt von einem Lappen oder von einem Applicator Pad mit dem Lack. Wir gehen nämlich hin, sprühen das Mittel direkt auf die Haube auf und sprühen es danach wieder ab. Das ist halt der deutliche Vorteil. Wir werden einfach beides in diesem Video machen. Wir tragen das Ganze jetzt mal hier auf die Beifahrerseite der Haube auf. Und dann nehmen wir jetzt hier ADBL, sprühen wir uns gerade nochmal. Und dann sprühe ich mir jetzt hier direkt so ein bisschen auf die Haube und zugleich nehme ich hier von Sonax so ein schönes Auftragepad, mache hier auch noch ein bisschen was drauf und klar, der wird natürlich jetzt nicht die 100%ige Standzeit erreichen, das Spray Wax, das man normalerweise hätte, denn wir haben ja jetzt noch Feuchtigkeit hier auf dem Lack drauf. Aber nichtsdestotrotz tragen wir jetzt hier mit dieses Sprühwachs, die Versiegelung mit auf. Man sieht das klar, das wird natürlich irgendwann nass und getränkt und schliert hier auch ein bisschen. Das ist so in Anführungsstrichen die kleine Gefahr, die man da eingeht, sage ich mal dazu. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das wird funktionieren. Wir werden es gleich beim Abperlverhalten sehen, ob das Ganze klappt, was ich mir da überlegt habe. So habe ich es aber auch vor Jahren schon mal in einem Video gezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten, jetzt gehen wir hin. Nachdem wir es soweit ganz gut aufgetragen haben mit einem Tuch und können nämlich hier, ja, Lackglätte ist krass, und dann schön die Überschüsse, die Reste einfach runterwischen und abnehmen. Das funktioniert. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, nur auf der Hälfte der Motorhaube hier auf der Beifahrerseite gemacht. Auf der Fahrerseite werden wir das Ganze gleich mit dem Wetcoat machen. Und das geht eigentlich noch ein bisschen einfacher. Aber hier auch wirklich ein schönes Ergebnis. Na, ihr seht das, bisschen leider hier am Schlieren, das mag jetzt vielleicht auch an diesem Tuch liegen, ansonsten vielleicht auch mal 83 mm 3er Trockentuch, beste Trockentuch am Markt dafür nehmen, aber jetzt hier, boah, also Lackglätte ist schon krass, muss man wirklich sagen, sehr, sehr geil beim ADBL, sehr geil. Na, hörst du mal an, das sieht schon geil aus, sehr, sehr schön, da kommt das Blau gerade richtig raus hier bei dem Licht. Die Alternative dazu, die mir in der Theorie zumindest ein bisschen besser gefällt, ist halt eine Nassversiegelung. Und jetzt könnte man hier auch von anderen Herstellern, ich glaube ADBL gibt es ja auch eine, schreibt es in die Kommentare, wie die ist, von Giant, das Wetcoat, das habe ich jetzt im Regal gegriffen, auf jeden Fall gut schütteln. Und ihr seht das ja. Also ich habe es jetzt hier circa ein Drittel der Haube gemacht, ne? Das muss man beachten. Hier haben wir jetzt nicht mehr so viel Wasser drauf auf dem Lack. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal hingehen und nochmal ein bisschen Wasser hier auffüllen und tragen auf die Haube. Und dann erst sprühen wir die Nassversiegelung auf. Also, hier einmal drauf und jetzt gucken wir nochmal. Ja, ADBL kommt schon. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier genug drauf und jetzt gehen wir hin. Und jetzt sprühen wir hier direkt mal das Giant Wetcoat drauf. Zack, 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 zack. In der Mitte der Haube auch. Und richtig direkt runterspülen. So, ich mache noch eine Runde, weil der ja gerade wirklich komplett versaut war. Ich glaube, sonst wird es gar nicht richtig perlen. So, und ich läuft der noch. Nein! Muss ich nachwerfen, kein Problem.
Also nochmal. Ja, und das sieht schon anders aus. Ihr müsst da wirklich völlig aufpassen, wenn ihr eine nasse Nassversiegelung. Nicht irgendwo was stehen bleibt oder ähnliches. Das muss wirklich ganz gründlich runtergespült werden. Ja, und so sieht das jetzt aus. Und ich denke, das Wetcoat, das stand auch schon ein paar Jahre im Regal. Vielleicht hat das nicht mehr die ganze volle Leistung, aber so langsam kommen die Tropfen hier. Und wie gesagt, die rechte Seite habt ihr gerade gesehen, war nur noch Wasserteppich. Da war nichts mehr. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Wasservergleich an. Erstmal das Beading. Neue Flasche hier. Zack, zack, komm. So. Gut, auch überall in jede Richtung. Sehr schön aber. Ne? Guckt euch mal die Perlen vom ADBL an. Da kannst du nicht meckern. Das ist wirklich in Ordnung. Und das zu diesen Temperaturen, das ist wirklich krass. Und auch auf nassen Lack aufgetragen. Top, kann man nicht meckern. Und hier auf der anderen Seite, ja, ist aber da das Wetcoat. Sehr schön. Ja, die Tropfen sind noch mal eine Ecke schöner, Ecke kleiner, Ecke runder, würde ich behaupten. Kommen wir uns gleich auch noch mal in der Nahaufnahme an. Sehr, sehr schön. Das kann sich sehen lassen. Und ansonsten, wenn wir das Ganze jetzt noch hier im Sheeting-Vergleich angucken. Ja, das fließt schön ab. Ja, und hier nochmal deutlich schneller beim Wetcoat. Ja, aber da kann man bei beiden nicht meckern. Ja, Wetcoat ist aber wirklich noch eine Ecke näher dran. Ich mache nochmal ein paar schöne Tropfen drauf und dann gucken wir uns die auch nochmal gerne in der Nahaufnahme an. Oh, sehr schön. Und hier, ja, toll. Also das ist so eigentlich eine schöne Methode, wie man das aktuell machen kann. Und hier mein Trick, ich habe hier unter den Gummihandschuhen, ja, 100er IQ Move oder 200er, meine Winterhandschuhe bzw. meine Jogginghandschuhe. Und das funktioniert echt gut. Aber Nahaufnahme. Also erstmal hier auf der Beifahrerseite das ADBL. Ja, das sind schon tolle Tropfen, da kann man nicht meckern. Das hatte ich ja auch in meinem Langzeittest gezeigt, also wirklich sehr, sehr geil. Nur die Standzeit, die war halt beim Sonax Ceramic Spray Versiegelung war die nochmal ein bisschen höher. Das könnte man alternativ natürlich auch verwenden, das ist Geschmackssache. Und hier auf der anderen Seite sehen wir dann das Giant Wetcoat. Ebenfalls sehr, sehr schöne, tolle Tropfen, schön rund, wunderbar. Ja, Freunde, das war so meine Idee, was man... Ja, bei den Temperaturen, bei dem Wetter und wenn es um Zeitmangel besteht, halt einfach auch machen kann. Wenn ihr bessere Ideen oder andere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Guckt euch noch mein Katzenwäschen-Video quasi für den Winter an. Da hatte ich ja wirklich nur hier mit dem Sprüher und mit dem Allzweckreiniger von den Nuke Guys gearbeitet und mit dem Felgenreiniger. Hat auch ganz gut funktioniert, wie gesagt. Und ansonsten jetzt gerade eben ADBL Synthetic Spray Wax und das Giant Wetcoat. Verlinke ich euch alles unterhalb des Videos natürlich. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao. Aber richtig gefroren war es ja auch nicht. Es ist ja geflossen, ne? Oh, mutig. Ah, oh, boah, stell dir vor, jetzt drei Züge vorher.